Baden-Württembergs Nummer 1 für Hits. Hitradio N1. Mit dem neuen N1 Knallwachteam. Pet und Biggie Zahn. Und der Grand Prix-Gewinnerin Lena. In genau 6 Wochen wird ihr Deutschland die Daumen drücken. Eurovision Song Contest Gewinnerin 2010 und hoffentlich Eurovision Song Contest Gewinnerin 2011. Lena! Guten Morgen. Schönen guten Morgen, wie geht's? Gut, danke. Können wir dir einen Kaffee anbieten oder irgendwas? Nee. Bist du versorgt? Auch gut. Gleich um 6:50 gibt's außerdem wieder meine 3 Facts. Dann muss ich es gleich mal nutzen, werde dich über deine 3 Facts befragen. Facts befragen? Facts befragen. Alles klar, bin ich dabei. Dazu natürlich eure Lieblingshits, unter anderem eine Girlgroup mit dem wohl häufigsten Besetzungswechsel, die Sugar Babes. Adam Lambert hilft euch aus den Federn mit seiner neuen Sleepwalker und jetzt lassen wir den Freitag mal ganz entspannt angehen mit Plan B und She Said auf Nürnbergs Nummer 1 für Hits. Hitradio N1, Nürnbergs Nummer 1 für Hits, Biggies 3 Facts. Heute Morgen bei uns zu Gast Lena, herzlich willkommen und heute hat sie gleich mal 3 persönliche Facts mitgebracht. Lena, hier sind deine 3 Facts über dich. Fact 1. Ich vergesse überall und nirgendwo und immer und always mein Handy. Fact 2. Ich singe alle Lieder mit, völlig egal, ob ich den Text kenne oder nicht. Fact 3. Ich bin Nike verliebt, ich habe unglaublich viele Nikes. Wie viele? Das möchte ich hier nicht sagen. Es gibt noch Platz. Ja? Wir könnten ja mal eine Battle machen. Wer mehr hat. Gleich mehr von dir im Interview Lena bei Hitradio N1. Nur 11. 9 Stellen Kaffee, bevor es losgeht. Guten Morgen hier bei N1 Knallwach. Mit Satellite hat sie uns nach Jahrzehnten mal wieder den ersten Platz beim Eurovision Song Contest beschert. Jetzt ist sie bei uns Lena. Es wurden ja schon ganz viele Interviews mit ihr geführt. Vieles weiß man schon. Deswegen heute mal Fragen, die sie mit Sicherheit noch nicht gehört hat. Lena, was ist deine Lieblingsfarbe bei den Gummibärchen und warum? Die weißen, weil die sauer sind. Ist das echt ein Unterschied zu merken? Natürlich. Was ist deine? Also ich mag ganz gerne rot, aber ich glaube, das ist einfach so eine psychische Geschichte. Nee, die roten mag ich nicht. Ja, hast du schon mal was gestrickt, Lena? Ich habe Socken schon mal gestrickt und ich habe schon mal einen Stahl gestrickt. Und ich habe angefangen, einen Pulli zu stricken. Aber dafür ist mir dann die Wolle ausgegangen, war mir zu teuer. Und eine Tasche habe ich mir auch schon mal gestrickt. Konnte man die auch benutzen? Hätte man gekonnt, sah aber scheiße aus. Also okay. Stell dir vor, du bist bei deiner Oma am Sonntagnachmittag du hast einen Wunsch zum Essen frei. Was willst du unbedingt haben, gekocht bekommen von der Oma? Bei meiner Oma gibt es immer nur eine Sache. Rinderrouladen und Klöpse. Immer sonntags bei der Oma. Der Sonntag. Wir bleiben in der Familie. Welche Geschichte erzählt denn deine Mutter am liebsten von dir, als du klein warst? Ich habe meine Karte geschrieben aus dem Urlaub und weil ich immer so besorgt war um alle, habe ich dann unter eine Karte drunter geschrieben, ich hoffe, du bleibst immer gesund und fröhlich. Wann warst du das letzte Mal total, aber so richtig, richtig, richtig besoffen und warum? Eigentlich kann ich das nicht erzählen. Eigentlich darf man das nicht erzählen. Du kannst ganz offen sein. Wir sind hier unter uns. Ja, ich war ganz jung und bin abgefüllt worden. Oh, also noch nicht mal selbst verschuldet. Gleich noch mehr Geständnisse mit Lena. Unter anderem werden wir über Klopapier reden. Oh ja. Da guckt sie. 7.13 Uhr haben wir es. Wie sieht es denn beim Wetter aus? Freitag haben wir es. 7.17 Uhr und es gibt Besuch. Lena ist nämlich zu Gast bei N1 Knallwach und wir quetschen sie heute Morgen mal ein bisschen aus. Versuchen Fragen zu stellen, die ihr jetzt nicht unbedingt bei Wikipedia lesen könnt. Ja, und jetzt wird es vor allem intim. Thema Klopapier. Bist du Knüller oder Falter? Bitte? Knüller oder Falter? Also ich zum Beispiel bin ja Knüller, meine Freundin ist aber Falter. Das führt öfter Sollen mal... Wir dir das vormachen. Das führt öfter mal zu Problemen in der Partnerschaft. Also wenn ich aufs Klo gehe, dann knülle ich. So. Wie putzt du dich damit ab? Ja, es ist nicht immer so ein großer, geknüllter Batzen. Also es geht schon auch etwas dezenter. Ich bin Falter. Ich glaube, wir sind beim Falter. Also, Lena ist ein Falter. Sehr gut. Für welches Klamottenstück, das du mal anhattest, schämst du dich im Nachhinein total? Da gibt es, glaube ich, einiges. Ich habe mit 13 noch Pferdepullis getragen. Bist du auch Wendy-Leserin gewesen? Absolut. Natürlich. Ehrlich? Natürlich, ja klar. Warum? Wendy ist doch total cool gewesen. Entschuldigung, nein, ich hatte auch ein Computerspiel von Wendy. Ja, Yps war cool und solche Sachen. Ich bitte Mickey dich. Mouse vielleicht. Mickey Mouse, wenn dann schon richtig Was ist was, Bücher? Okay. Hast du irgendeine Lieblingskinderserie? Und wenn ja, kannst du uns die Titelmusik von dieser Kinderserie bitte singen? Renate gab's. Renate, wie geil. Das habe ich schon total vergessen. Ja. Knallrote Haare hatte sie, glaube ich. Ach, wie verrückt. Und war immer Renate. Nee, das habe ich aber nicht so oft gucken dürfen. Weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ja, ihr seid ja sehr textsicher. Ich habe, was habe ich denn geguckt? Kriegst du irgendeinen Titel hin? Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene, Maya. Maya.
Allerliebste Maya. 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 Erzähle uns von dir. Ovi. Ich glaube, an meinen hohen Tönen muss ich noch arbeiten. Ja. Gleich mehr von Lena. Jetzt aber erstmal eure Aufstehe zum Freitag um 7.19 Uhr mit Tayo Cruz und Kylie Minogue. Hiya! 7.25 Uhr, Hitradio 1 heute mit dem Grand Prix Star 2010 und der Deutschen Hoffnung 2011. Lena, wir quetschen sie heute mal ein bisschen für euch aus. Frühstück, was kommt bei dir auf keinen Fall auf deinen Teller? So Schmalz. Ich liebe Schmalz. Das isst man ja gerade bei uns in Franken. Wie sieht's aus mit Nutella, aber unter der Nutella noch Butter? Unter der Nutella Philadelphia. Oh, das ist sehr geil. Ja. Dann ist es nicht ganz so süß. Lena, was war denn so das schlimmste Schimpfwort, das du schon mal beim Autofahren geschrien hast? Und ich habe hier auch so ein Zensur-SFX, also so ein Soundeffekt. Wenn es jetzt zu hart wird, dann drücke ich den einfach, ja? Also wenn ich im Auto bin, schreie ich eigentlich immer nur du Spasti. Ist längst grün! Scheiße! Spasti! Vollidiot. Okay. Aber so richtig harte Worte. Du musst einen von drei Stars heiraten. Wer wäre das? Du darfst dich entscheiden zwischen Chris Brown, Charlie Sheen und Justin Bieber. Oh. Ja, Justin Bieber kann ich ja einfach schon nicht nehmen, weil der noch jünger ist als ich. Sonst hätte ich den wahrscheinlich genommen. Bleiben Chris Brown und Charlie Sheen. Charlie Sheen geht auch leider gar nicht. Ich glaube, es ist ein ganz netter Kerl. Ich glaube, ich würde mich für Chris Brown entscheiden. Ja, aber Chris Brown ist der Rihanna-Verprügler. Wirklich? Der hat Rihanna verprügelt. Dann lesbisch. Gut. Danke. Hast du ab und zu auch Fussel im Bauchnabel? Und wenn ja, woher glaubst du, kommen sie? Pfui! Ich habe natürlich keine Fussel im Bauchnabel, weil ich weiß, woher sie kommen. Sie kommen daher, dass Männer Haare am Bauch haben und daher sich vom Pullover die Haare abschubbern und zum Bauchnabel hingeführt werden. Also jetzt sollten wir eigentlich bei Pet eine Kontrolle machen. Nein, lieber nicht. Nein, besser nicht. Das möchte ich keinem antun. Nehmen wir mal an, du bist auf einer Party und willst dich selbst anmachen. Ja? Mit welchem Spruch würde das denn am besten gelingen? Ich habe 1000 Sprüche jetzt im Kopf, aber die würde ich alle nicht zu mir sagen. Welcher wäre denn ein absolutes No-Go? Bock zu ficken? Zum Beispiel? Kam doch immer ganz gut an. Guckst du jetzt mich an? Was würde jetzt echt gut ankommen, wo du sagst, na okay, mit dem trinke ich noch ein Gläschen Bier mehr? Yo, es geht. Kurz, knapp, sympathisch, oder? Oder nicht? Pet ist der N1 Frauenversteher. Fragen über Fragen. Ich habe schon verschiedene Mails bekommen von Jungs, die mir raten, ich soll gar nicht erst versuchen, Frauen zu verstehen. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Brav. Ja, auch das frage ich mich zum Beispiel immer wieder. Warum sind Frauen denn so nachtragend? Lena, vielleicht kannst du mir das auch mal erklären. Meine Freundin zum Beispiel, die kramert im Streit noch Sachen raus. Das ist 2-3 Jahre her, das habe ich längst vergessen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil du einfach ein so wahnsinnig toller Typ bist, dass du vier Sachen in eurer ganzen Beziehung falsch gemacht hast. Und die merkt sie sich, damit sie überhaupt was hat, womit sie dich anschuldigen kann. Tinder, ja, also. Das bezweifle ich, Lina, weil wir haben uns mal in der Nürnberger City umgehört. Warum sind Frauen oft nachtragend? Weil sich Frauen halt über alles mehr und länger Gedanken machen als Männer. Die Frauen sind nachtragender, weil das, was vorgefallen ist, sie verletzt hat. Und sie wahrscheinlich länger brauchen, um das zu verarbeiten. Oh. Tja, also schau her, Pet. Frauen haben einfach ein besseres Gedächtnis, ja? Wir behalten solche Sachen. Wir haben dann Elefantengehirn, was das betrifft. Und ihr Männer, ihr hackt es einfach ab, ja? Ihr schiebt es in eine Schublade und das war's dann für euch. Und außerdem sind wir Frauen auch generell einfach, ja, besser im Argumentieren. Oder haben Frauen einfach irgendwo ein geheimes Buch, in dem sie alles notieren, Lena? Nee, es ist abrufbar, glaube ich. Es ist innerhalb von Sekunden abrufbar. So, Pet, haben wir dir jetzt geholfen? Kannst du uns Frauen jetzt verstehen? Nö. Pet will die Frauen verstehen. Jeden Tag um 9.40 Uhr. Nur bei N1 Knallwach. Der N1 Frauenversteher.